Hallo. Ja, wie schon im letzten Video angesprochen, ist der Denkprozess bei mir unfreiwillig in Gang getreten worden, IPA zu vergrößern, sei es in Form einer größeren neuen Schule oder einfach einer zweiten, hoffentlich dann auch größeren Schule, also einer Filiale quasi. Ich weiß gar nicht mehr, wie es passiert ist. Ich bin bei Facebook nicht mehr aktiv, aber früher habe ich meine Social Media Präsenz bei Facebook ausgelebt und mir da ein unheimlich großes Netzwerk aufgebaut, wovon ich viele Leute auch wirklich kennengelernt habe, weil ich ja einfach als Jiu-Jitsu-Wettkämpfer in den Jahren 2014 bis 2017 unheimlich aktiv war und wirklich viele, viele, viele Menschen kennengelernt habe. Und einen habe ich da mal nachgeschlagen und dann mir seine letzten Jahre mal angeschaut und habe gesehen, dass er jetzt auch eine eigene Schule hat, aber der hat nicht nur eine, der hat drei. Und für mich war so, ja, mehrere Zweigstellen zu haben, immer ein sehr furchterregender Gedanke, weil ich persönlich als Idealist und als leidenschaftlicher Lehrer, der ja auch ein bisschen alles selbst machen möchte, der kann ja unmöglich an zwei Orten gleichzeitig sein oder an drei. Und bin trotzdem am Überlegen, weil ich könnte IPA 1, nenne ich das einfach mal, ich könnte das nicht aufgeben. Also warum denn auch? Das ist eine funktionierende Jiu-Jitsu-Schule und die einfach zuzumachen und eine größere neue aufzumachen, weiß ich nicht. Das passt mir nicht. Und da habe ich halt auch sowieso angefangen nachzuschauen, wo sind denn aktuell in der Umgebung von Stellingen Immobilien frei inseriert und habe gesehen, dass die genaue Adresse ist jetzt nicht angegeben, aber es sind so circa 2,5 Kilometer Entfernung von IPA 1 zu mieten wäre, zu einem Quadratmeterpreis, welcher akzeptabel ist, eine Quadratmeteranzahl, welche uns eine deutliche Vergrößerung ermöglichen würde, mehr als das Doppelte. Ja, aber das ist dann halt auch so gesehen auf einer anderen Ecke, zwar im selben Gebiet, wahrscheinlich sogar derselbe Stadtteil, obwohl das müsste Bahrenfeld sein, nicht Stellingen, aber ist dieselbe Ecke. Und für mich mit meinem tollen Elektrofahrrad ist es gar kein Problem, ob ich jetzt dahin fahre oder zu IPA 1. Das macht keinen Unterschied für mich. Aber für viele Mitglieder würde das mit Sicherheit einen Unterschied machen, weil ich kenne ja die Adressen meiner Leute. Das sehe ich ja in den Verträgen, die sie unterschreiben. Und echt viele wohnen hier in der Nachbarschaft und kommen mit dem Fahrrad innerhalb von 5 Minuten hierher. Dann müssten sie plötzlich 20 fahren. Das ist jetzt das Ende der Welt? Wahrscheinlich nicht. Aber für viele wäre es wahrscheinlich interessant, trotzdem bei IPA 1 weiter zu trainieren. Frage ist nur, wie schmeiße ich den Unterricht? Da wäre ich dann zwangsweise auf die Zusammenarbeit mit Schülern von mir angewiesen, deswegen habe ich ja auch in der Vergangenheit, also nicht deswegen, aber unter anderem deswegen habe ich auch in der Vergangenheit jetzt bereits Assistant Coaches aufgebaut, sie ihre ersten regelmäßigen Lehrerfahrungen sammeln lassen, sodass sie auch in die Rolle eines Coaches rücken könnten. Auf der anderen Seite, dass IPA bisher eine One-Man-Operation ist, das gefällt mir sehr, weil ich kann mich auf mich komplett verlassen. Ich weiß, wer ich bin, sehr genau. Und ich weiß auch, wer ich nicht bin. Ja. Und ich weiß, dass ich hundertprozentig zuverlässig bin. Das ist einfach eine Eigenschaft von mir, die ich auch sehr schätze. Und viele Menschen besitzen diese Eigenschaft nicht. Will jetzt nicht sagen, dass ich, wenn ich mich dann anfangen würde, in Zusammenarbeit mit meinen Schülern auf diese verlassen müsste, die mich enttäuschen würden, überhaupt nicht. Aber ich habe einfach in meinem Leben Erfahrungen gesammelt und auch jetzt gerade so bei zwei Arbeitskollegen habe ich das beobachtet, die eine große Jiu-Jitsu-Schule leiten und ganz klar auf die Mitarbeit von anderen Coaches angewiesen sind. Die haben jetzt innerhalb kürzester Zeit zwei sehr wichtige Coaches verloren. Und müssen, weil sie es selbst nicht machen können, einfach weil Zeit
eigentlich das gar nicht möglich ist und die Schule so groß ist, dass das einfach die Mitarbeit von verschiedenen Menschen erfordert, müssen diese Posten jetzt innerhalb kürzester Zeit neu besetzen, was gar nicht mal so einfach ist, besonders wenn man Qualitätsansprüche hat. Und auch wenn diese besagten Arbeitskollegen mit Sicherheit einiges durch ihr eigenes Verhalten dazu beigetragen haben, dass diese Coaches sich nicht mehr dort einbringen und ich das ja vielleicht dann einfach als Arbeitgeber anders machen könnte und mit Sicherheit auch ganz und gar anders machen würde, ist es immer eine Möglichkeit, dass du deine Leute, deine Mitarbeiter möglicherweise auch komplett ohne irgendeine Frist verlierst. Und das ist dann natürlich schon ziemlich hart. Und das würde mich in so eine gewisse Abhängigkeit bringen, welche ich nicht so gut finden würde. Denn es hat ja auch Gründe, warum ich mein ganzes Leben so aufbaue, wie ich es tue. Ne? Dass ich mich auf mich selbst verlasse und am liebsten auf niemand anderen. Obwohl ich ja durch Therapie, jetzt wirklich durch viele 100 Stunden Therapie, sind es mittlerweile geworden, echt stark verändert habe. Heute zum Beispiel war ich mit meiner Freundin, mit der ich echt glücklich bin, also wirklich, hätte nicht gedacht, dass ich doch nochmal irgendwie so in meinem Leben, ja, sowas wie eine gesunde Beziehung erleben darf. Und heute waren wir auf dem Geburtstag ihrer, sie nennt es immer Cousine, aber die Familie ist so groß und teilweise sind die Altersunterschiede da so krass, dass ich glaube, das ist gar nicht ihre Cousine, sondern ihre irgendwas anderes. Nur sie nennt immer, sie sagt zu fast allem, das ist mein Cousin und meine Cousine, obwohl es dann meistens, ja, dass sie eigentlich die Tante ist oder wie gesagt, du bist um, ist die Nichte zweiten Grades, irgendwie so. Auf jeden Fall waren wir heute auf einer sehr großen Geburtstagsfeier von dieser, in Anführungszeichen, Cousine. Und ja, das war sehr, sehr schön. Und ich habe das richtig genossen, obwohl es ja eigentlich so gar nicht meins ist. Also mit Menschen allein schon. Wenn überhaupt, will ich nur mit Menschen vom Jiu-Jitsu rumhängen. Und selbst da kann ich nach 2 Stunden eine Pause von gebrauchen. Zum Beispiel Freitag waren wir nach dem Training noch was essen und was trinken. Und ich habe es mega genossen. Aber war dann auch total froh, als ich wieder für mich war. So. Und heute waren wir halt als Paar dann auch mit ihren Eltern und mit der ganzen Familie halt bei dieser großen Familienfeier in so einem Schützenverein in Harburg. Und ja, ich habe es genossen, obwohl ich auch dann nach einer gewissen Weile genug hatte. Und gehe auch jetzt in einer gewissen Hinsicht durch eine Beziehung Risiken ein. Dass das dann doch nicht funktioniert oder dass man verletzt wird oder dass man verlassen wird oder was auch immer. Und mache es aber trotzdem, weil ich mehr vom Leben möchte als nur mit diesem kleinen Terrormonster da drüben. Liebste? Ja. Sie ist immer so wild. Immer abends, kurz bevor es ins Bett geht. Wir haben es gerade 22:30 am Sonntag und sie weiß, gleich kommt sie ins Badezimmer und muss da schlafen. Auf jeden Fall genau, weil ich halt mehr vom Leben will, ja, wie ich das jetzt in einem Jahr Single sein doch erleben musste, sehr einsam zu sein und irgendwie, obwohl ich in vielen Bereichen meines Lebens vorankam, wenn man es nicht teilen kann mit jemandem, dann bringt es halt nichts. Dann ist es alles so, wofür das Ganze? Und ja, vielleicht sollte ich auch einfach dann jetzt mit IPA den nächsten Schritt gehen und einfach daraus irgendwann so, die Zukunftsversion ist, 3, 4, 5, 6, 7 IPA-Schulen in Hamburg betreiben. Wo ich dann so rotierend durch die Schulen gehe. An einem Tag bin ich da, an einem Tag bin ich da. Mit 2 Schulen könnte man das ja sehr, sehr gut machen. Ne? In der einen Woche bin ich Mo, Mi und Fre bei IPA 1 und Di und Do bei IPA 2 und in der nächsten Woche bin ich genau andersrum. Dann kommen noch irgendwann 10 Uhr-Einheiten dazu und dann rotiere ich so hin und her. Und die anderen Einheiten machen meine Schüler, welche Blue und Purple Belt sind und sich auf dem besten Weg zum Schwarzgurt in ein paar Jahren befinden. Ja, ich habe da wie gesagt eine Immobilie gefunden, welche mehr als doppelt so groß ist, mit einem bezahlbaren Preis. Und morgen rufe ich den Immobilienmakler an und stelle mich vor. Ich mache es einfach. Mal gucken. Also zumindest versuche ich es. Schönen Wochenstart.